Moin und herzlich willkommen bei Einfach nur Gemischtes. Heute berichte ich mal von unserer Malu, eine Schäferhund-Mixdame. Wir haben sie aus dem Tierschutz und Malu kommt aus Spanien. So sieht das aus, wenn Malu Spaß hat. Aber warum kann Malu nicht entspannen? Wir haben sie damals im Tierheim besucht und uns gleich in sie verliebt. Sie ist dann mit ca. 5 Monaten zu uns gekommen. Und jetzt ist sie schon 2 Jahre bei uns. Wir haben uns für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden, da wir der Meinung waren, dass genug Hunde produziert werden und es einfach nicht noch mehr werden soll, da viele von ihnen leider wieder in einem Tierheim landen. So, wir wollten dann etwas Gutes tun und dachten uns, wir sind doch erfahren, da wir ja schon einen Hund hatten. Eine Labrador-Dame vom Züchter. Mit 8 Wochen kam sie damals zu uns. Nun ist sie leider mit 11 Jahren an Tumoren gestorben und das hat ganz schön wehgetan. Nun gut, Erfahrung weit gefehlt. Ein Hund aus dem Tierschutz ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben wirklich das volle Programm eines Tierschutzhundes erhalten. Die Sozialisierungsphase war ja schon abgeschlossen und keiner wusste, was sie gelernt oder erfahren hatte. Wir haben ein Halsband und ein Sicherheitsgeschirr mit 2 Leinen für die Spaziergänge benötigt, weil manchmal ist sie auch dort richtig, ja, in Panik geraten. Zu Beginn dachten wir echt, wir müssen sie wieder abgeben. Sie lief in der Wohnung mit Volldampf über Tische und Sofa. Wir hatten Angst, dass sie sich irgendwie verletzt, weil die richtig Karacho drauf hatte. Ja, und ihr Geschäft hat sie dann auch in der Wohnung gemacht. Spazierengehen im Dunkeln war nicht möglich. Also wir haben sie einfach nicht, ja, bewegt bekommen. Und noch heute dreht sie sich immer wieder um, um zu schauen, ob es sicher ist und von hinten nicht irgendetwas kommt. Sie lief uns in der Wohnung immer und überall hinterher, also wirklich auf, man musste aufpassen, dass man nicht auf sie tritt. Aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft und Malu hat sich auch schon ganz gut entwickelt. So, nur eine Macke hat sie natürlich noch. Sie kann nicht entspannen, wenn wir mal 2 Stunden einkaufen fahren. Sie bellt, knurrt und kommt einfach nicht zur Ruhe. Wir haben dann mal eine Kamera aufgestellt und sie heimlich gefilmt, um zu schauen, wie sie sich dann verhält, wenn sie alleine ist. Das Ergebnis seht und könnt ihr hier hören. Wir haben zur Sicherheit sie dann auch mal auf die sogenannten Mittelmeerkrankheiten untersuchen lassen, da einige davon tödlich sein können. Wir mussten sie 2-mal checken lassen, da ein Wert im Blutbild grenzwertig war. Aber nach der 2. Untersuchung war alles okay und wir freuen uns riesig. Jetzt fängt es nämlich an, dass sie in Stress gerät. So habe ich zumindest das Gefühl. Und das geht dann auch über diese ganzen 2 Stunden, bis wir wieder nach Hause kommen.
Auch hier ist das so, wenn wir den Schlafbereich absperren, sodass sie dort nicht hin kann, dann ist sie eben halt hier unten. Und ja, und dann bellt sie eben halt her und kommt auch nicht zur Ruhe. Wir haben das auch schon mit Rinderhaut versucht, mit einem Knochen. Also dann bleibt sie so lange ruhig, bis eben halt der Knochen weg ist. Und dann beginnt eben halt dieser Stress. Und das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass wir das irgendwie, ja, gelöst bekommen. Auch hier wieder anderer Tag, andere Aufnahme. Also es ist egal, ob das auch draußen hell oder dunkel ist. Es ist immer das gleiche Ergebnis. Sie kann einfach nicht entspannen, wenn wir mal nicht da sind. Zum Glück nimmt sie uns nicht die Bude auseinander. Da muss ich auch gleich mal auf Holz klopfen. Also wir haben auch schon, ich glaube, YouTube zu Ende geguckt, alle Hundevideos, die es so mit Tipps und Tricks gibt. Wir sind sogar im Hundeverein, haben eine Hundetrainerin. Alle Tricks haben wir mal ausprobiert, aber ja, wie man erkennen kann, mit wenig mäßigem Erfolg. Ja.